Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Wireshark-Tutorial-Reihe. Heute wollen wir genau das machen, was man natürlich mit Wireshark machen möchte. Wir wollen ein Paket aufzeichnen, beziehungsweise mehrere Pakete aufzeichnen, eine Verbindung sozusagen aufzeichnen. Und ihr seht hier vorne dieses Gezackte hier. So sieht es aus, wenn man, wenn man was guckt auf YouTube zum Beispiel. Das heißt, je nachdem, wie viele Dinge ihr im Hintergrund gerade noch offen habt, desto mehr Hintergrund-Traffic werdet ihr höchstwahrscheinlich jetzt haben. Und ich öffne jetzt hier einfach mal mit einem Doppelklick das Ding hier und wir sehen, da ist das erste Paket schon drin. Das ist erstmal euer normales Fenster, sag ich mal. Ich stoppe das jetzt gleich mal wieder hier und wir sehen hier, wir haben ICMP, das kennt ihr wahrscheinlich noch, um einen Multicast-Listener aufzubauen. Wir haben hier Neighbor-Advertisements, wir haben Router-Advertisements. Und hinten dran steht dann immer, woher. Das hier ist übrigens das Info-Paket. Das gibt euch Wireshark vor, um eben euch zu sagen, was ist das jetzt gerade genau. Hier vorne sehen wir, also das sind jetzt einfach ganz normale Pakete. Und hier sehen wir jetzt, welches Paket in welcher Reihenfolge erschienen ist. Das heißt, wir ordnen die sozusagen nach Time. Achtung, diese Time, die steht auch genau hier. Und diese Time ist nicht unbedingt jetzt irgendwie mit Minute oder sowas gleichzusetzen, sondern das ist einfach Zeit seit dem Startpunkt. Das heißt, hier haben wir 4 Sekunden nach Start ein TCP-Paket empfangen. Und die sind dann eben so geordnet. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie 0 Uhr, 0, 0 oder sowas bei mir, sondern das war halt genau zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Aufzeichnung gestartet habe, da hatten wir eben dieses Paket hier empfangen. So. Und dann sehen wir hier die Source, das heißt, woher kommt das Paket, wohin geht das Paket, das ist die Destination. Egal, ob ich es übrigens auf Englisch oder Deutsch habe, das sind immer Source und Destination. Protocol ist logischerweise Protokoll. Und hier haben wir verschiedene Protokolle, also wir werden hier sehr, sehr viele verschiedene Protokolle finden. IP-Protokoll oder TCP oder eben ICMP oder DHCP oder sowas. Also DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol. Das werdet ihr bei euch höchstwahrscheinlich auch noch finden. Und hier sehen wir die Länge von unserem Paket. Und hier haben wir jetzt einmal 150, dann haben wir unten mal 66 oder sowas. Und hier hinten dran ist immer so ein bisschen die Information, um was dreht sich es eigentlich innerhalb dieses Pakets. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel dieses TCP-Paket hier. Nehmen wir einfach mal dieses TCP-Paket hier oben. Das grüne ist das eine und das unten hier, das ist das andere. Wenn ich es anmarkiere, sieht es immer ein bisschen anders aus. Also blau bedeutet immer anmarkiert und dann gibt es eben verschiedene Farben. Zu denen mache ich aber wahrscheinlich noch ein eigenes Video. Genau, und jetzt sehen wir hier, okay, bei TCP haben wir normalerweise immer Sequenznummern. Das sehen wir hier, das ist ein ACK-Paket. Wir sehen hier SEC gleich 1, das heißt, wir haben eine Sequenznummer 1. Dann haben wir hier ACK, also Acknowledgement. Und wir haben ein Window, das ist das WIN gleich 245. Wir haben die Länge von den Daten, das ist einfach nur 0, weil wir gerade nur eine Verbindung aufrecht erhalten wollten. Und ja, dann haben wir hier hinten noch ein paar andere TS-WAL und T-SEGR, was noch ein bisschen was anderes ist. So, und dann haben wir hier unten nochmal ein TCP-Paket, das ist hier ACT Unseen Segment, wobei das hier wieder von Port 80 auf Port 5162 ist. Das ist dasselbe wie hier oben eben, weil es sozusagen die Antwort für dieses Paket hier ist, beziehungsweise, ja, die beiden Pakete gehören so ein bisschen zusammen. Hier sehen wir auch wieder Sequenz Nummer 1, Acknowledgement 2, Window 243, das ist nicht dasselbe hier tatsächlich, Länge und so weiter und so fort. Also das sind sozusagen hier die Metadaten. Hier könnt ihr relativ schnell sehen in der Info, was da eigentlich passiert. Aber ihr habt jetzt höchstwahrscheinlich schon gemerkt, hier unten passiert noch ein bisschen mehr. Übrigens, die IP-Adresse hier ist Akamai. Das ist ein Content Delivery Service sozusagen, den ihr vielleicht auch schon mal gesehen oder gehört habt. So, und ja, was genau passiert jetzt hier gerade so ein bisschen? Naja, schauen wir uns mal zum Beispiel dieses TCP-Paket hier ein bisschen detaillierter an. Also ihr seht schon, wir gehen hier relativ schnell durch dieses Interface durch, weil ihr auch schon sehr, sehr viel Vorwissen habt durch die Netzwerktechnik-Playlist. Wenn ihr die nicht gesehen habt, dann bitte ich dieses schnelle Tempo hier zu entschuldigen und empfehle euch wirklich wärmstens, diese Playlist auch euch anzugucken. So, okay, wir haben jetzt hier offensichtlich das TCP-Protokoll. Das ist das hier. Das heißt, hier steht alles drin, was ich über dieses TCP-Protokoll oder was ich über TCP eben brauche. Wir haben den Source-Port, das heißt, das ist der hier. Woher kommt dieses Protokoll? Auf welchem Port lief das? Wir haben, wohin es geht, also es geht auf Port 80.
Stream Index und hier sind jetzt wirklich alle Sachen im Detail aufgelistet. Stream Index 0, TCP Segment Length ist 0, also das sind alles Begriffe, die euch höchstwahrscheinlich noch was sagen aus der Netzwerktechnik-Reihe hoffentlich. Sequence Number, also die Sequenznummer, ist 1. Next Sequence Number ist auch 1 hier in dem Fall jetzt. Acknowledgement Number ist 1 und dann haben wir eben hier die, die Header Length, 32 Byte. Und dann haben wir hier einige Flags. Und hier sehen wir genau diese Flags, die wir eben auch gesehen haben. Reserved, not set, nonce, nicht gesetzt. Das Congestion Window Reduced, CWR, ist auch nicht gesetzt. ECN Echo ist auch nicht gesetzt. Urgent ist nicht gesetzt. Acknowledgement ist gesetzt, hier mit einer 1. Push ist nicht gesetzt. Reset ist nicht gesetzt. Syn ist nicht gesetzt. Und Fin ist auch nicht gesetzt. Ja, das sind sozusagen die Flags. Und dann haben wir hier eben die Window Size Value, das ist Zeile 45. Dann, was man daraus errechnen kann, wie viel Platz eben noch übrig bleibt. Die Checksumme ist nicht verifiziert worden. Hier Urgent Pointer ist auch 0, haben wir aber gerade in den Flags schon gesehen. Und dann haben wir hier eben die Optionen. Und das sind so, das ist im TCP-Paket sozusagen einfach markiert, was wir hier alles haben wollen. No Operation, gut, okay, interessiert uns eigentlich nicht. Auch No Operation, naja, gut. Und dann haben wir hier Timestamps und das sind jetzt hier diese komischen Werte hinten dran, TSVAL und TSECR, das sind eben Timestamps. Und dann haben wir hier einmal den Timestamp Value, das ist der Timestamp Value und dann den Timestamp Echo Reply, deswegen TSECR. Genau, und dann haben wir hier unten vielleicht nochmal diese anderen Timestamps. Genau, und das ist jetzt allerdings logischerweise nur das TCP-Paket. Das bedeutet, wenn wir hier mehr als dieses TCP-Paket haben wollen, apropos, ganz kurz nochmal, hier unten wird euch das Ganze auch wirklich als rohes Paket angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Optionen klicke, dann sehen wir, das alles sind Optionen. Und manchmal macht es eben unglaublich viel Sinn, hier die einzelnen Bytes in Buchstaben umzuwandeln. Klar, wenn wir irgendwie eine Webseite aufrufen oder sowas, dann macht es durchaus Sinn, hier in Buchstaben umzuwandeln, das passiert auf der rechten Seite, aber in solchen Fällen wie diesem Paket hier, wo es eigentlich wirklich um die Rohdaten geht, wo wirklich in Bit und Byte übertragen wird, macht es natürlich keinen Sinn. Deswegen haben wir hier links auch die Rohbyte-Ansicht. Und hier, wenn wir hier drüber fahren, sehen wir auch schon, wie die einzelnen Dinge zusammengehören. Also wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann sehe ich, das sind übrigens hier gerade 4 Byte, die zusammengehören, hier sind nochmal 4 Byte, die gehören irgendwie alleine. Das sind zweier Pakete hier, beziehungsweise sind mehr als 4 Byte, sorry. Und ja, wenn ich jetzt hier auf zum Beispiel dieses Options hier draufklicke, dann sehen wir hier, das sind alles Options. Und wenn ich jetzt hier auf diese erste Option draufklicke, die Knob, dann sehen wir hier, das ist die 01 in unserem Paket hier drin, während die zweite Knob auch 01 ist. Und das hier ist dann eben der komplette Rest. Das heißt, dass das hier unten ab der 08 bis zur 11 ist für unsere Timestamp verwendet worden. Wenn ich das jetzt hier aufklappe, kann ich das nochmal ein bisschen detaillierter machen. Und sehe dann hier, okay, die 08 steht für Timestamp Option, das ist eben diese 08. Dann die Länge, die wird in 0a kodiert, weil a hexadezimal bedeutet ja einfach, das ist 10. Also ihr könnt hoffentlich ein bisschen hexadezimal. Das heißt, nach der 9 kommt a, b, c, d, e und f. Das heißt, wenn wir 10 abbilden wollen, was wir hier wollen, dann müssen wir a reinschreiben. Sprich, wir haben hier eben a stehen, weil danach eben 10 Paket-Dinger kommen. Genau. Und dann eben hier der erste Timestamp-Value, bestehend aus der 43 bis zum da. Das ist eben dann umgewandelt, diese Zahl hier und dann eben Echo Reply ist das hier. Und was das genau ist, das hat Wireshark für uns sozusagen dekodiert. Das ist ziemlich, ziemlich wertvoll. So, hier können wir uns natürlich auch die Flags noch angucken. Das heißt, wir sehen hier, wir haben überall Nullen stehen. Und vorne, warum haben wir jetzt hier eine 8 stehen? Naja, ganz einfach, weil wir vorne die 1 gesetzt haben und dann nur noch Nuller kommen. Das ist sozusagen eine feste 1, die wir hier haben und dann eben, ja, die anderen Sachen sind hier eben drin. Congestion Window 0, 0, 0, 1 und 0, 0, 0, 1 ist hexadezimal eben genau diese 1 hier vorne und dann kommen eben nochmal 4 Nullen. Also so kann man wirklich hier oben, beziehungsweise so geht es eben in beide Richtungen. Wireshark stellt euch hier super viel zur Verfügung schon, und sagt euch, was da eigentlich drin steht und die eigentlichen Daten, die könnt ihr dann hier immer noch auslesen.
Und ja, das wollen wir dann uns logischerweise nächstes Mal noch ein bisschen genauer angucken, denn ihr seht, hier geht es auch noch ein bisschen weiter, nämlich mit dem Internet-Protokoll. Das heißt, wir haben hier auch ganz normales IP, wir haben hier auch Ethernet-Daten und wir haben hier natürlich auch die Frame-Daten fürs Wire, also für das Kabel tatsächlich, für LAN-Kabel. Und auch die kann man da schon sehen. Und all das steht in einem einzigen kleinen TCP-Paket drin. Okay, also das jetzt nur als kleine Einführung. Wir gehen hier nächstes Mal noch ein bisschen genauer rein. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.